Schulung ist für uns eigentlich immer wichtig, um zum einen um eine Vergleichbarkeit der Mitarbeiter zu haben, um die Mitarbeiter weiter auszubilden, damit keine Unterschiede entstehen, damit letztendlich die Qualifikation ziemlich gleich ist bei allen Mitarbeitern und auch immer entsprechend den neuen Gegebenheiten, also der neuen Software anzupassen, sodass wir das Niveau der Mitarbeiter ständig hochhalten und auch dementsprechend immer weiterbilden. Unser Ziel ist es, den Kunden ein bestmögliches Trainingserlebnis zu gewährleisten. Mit Trainern, die über fundiertes Industriewissen und Fachwissen verfügen und gleichzeitig in der Lage sind, pädagogisch die Stoffe zu vermitteln. Und das ETC sollte sehr flexibel auf den Kunden eingehen können, sei es mit den zeitlichen Anforderungen des Kunden, als auch den inhaltlichen Anforderungen des Kunden. Und letztendlich die Möglichkeit gewähren, eine Zertifizierung abzulegen, um den Trainingserfolg zu bestätigen für den Anwender und den Absolventen als auch für Externe. Diese Zertifizierung ist für mich insofern wichtig, dass ich als Quereinsteiger über kein Portfolio oder Ähnliches verfüge. Und ich hoffe, dass dadurch wird dokumentiert, dass ich über ein gewisses Basiswissen verfüge und dass mir das behilflich ist in meinem Einstieg in die Animations- und Gamebranche. Wir haben uns bei der Auswahl des Trainers und des Schulungsunternehmens für ein zertifiziertes Unternehmen entschieden, einfach aus dem Grund, weil wir ja auch unsere Mitarbeiter zertifizieren lassen wollen. Und das geht ja eigentlich nur, wenn ich auch ein zertifiziertes Unternehmen dazu wähle. Weiterhin haben wir halt auch den Anspruch an die Schulung. Der soll eine gewisse Qualität haben, eigentlich eine hohe Qualität haben. Und wir haben im Vorfeld ja auch das definiert mit dem Unternehmen, welche Inhalte wir gezielt an unsere Mitarbeiter weitergeben können, um einfach unsere Prozesse zu optimieren. Sehr gut hat mir gefallen, dass man die Lerninhalte sehr gut vermittelt bekommt, dass man natürlich einzelne Fragen auch stellen kann, dass darauf eingegangen wird, dass nochmal speziell alles erklärt wird. Weiterer Punkt ist für mich, dass man auch projektbezogen arbeitet, dass man sehr gut einen Einblick bekommt, wie es im tatsächlichen Berufsleben dann im Endeffekt aussehen wird, dass man sich eben untereinander dann auch absprechen muss. Grundsätzlich geht es darum, den Kunden dabei zu unterstützen, mit unserer Software schnellstmöglich seine Ziele umzusetzen und zu erreichen, sei es im beruflichen Umfeld oder auch im schulischen Umfeld, im Studium. Dazu zählen zum Beispiel auch die Anwendung neuer Technologien wie Building Information Modeling oder Digital Prototyping. Und gerade auch bei den Studenten geht es darum, mit der besseren Qualifikation die Job-Einstiegschancen zu verbessern. Vorteil für unseren Kunden oder für unsere Kunden ist, dass einfach die Mitarbeiter zertifiziert sind. Durch dieses Zertifikat wird nachgewiesen, dass wir eine bestimmte Mindestleistung haben. Wir werden wahrscheinlich besser sein als diese Mindestleistung, wir werden die übertrumpfen. Und das macht es einfach für den Kunden sehr transparent. Es gibt Unterschiede in der Größe der ETCs, vom kleinen spezialisierten Anbieter bis zu großen Bildungsunternehmen. Aber grundsätzlich machen sie alle einen sehr professionellen Job und diesen Qualitätslevel überprüfen wir und fragen wir ab beim Kunden durch regelmäßige Umfragen, die direkt nach dem Kurs stattfinden, in denen der
Kunde den Trainer bewertet, die Kursinhalte bewertet und auch das ATC als Institution bewertet. Und daraus erstellen wir Benchmarks, an denen wir die Qualität versuchen, konstant zu steigern, zusammen mit unseren Trainingspartnern. Die Schulung würde ich empfehlen, jedem, der schon über ein gewisses Basiswissen verfügt und ist für jeden interessant, der in diese Grafik-Animations-Produktvisualisierungsrichtung gehen möchte. Ich würde die Weiterbildung auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich denke mal, sowohl Anfänger sind hier ganz gut untergebracht, aber auch schon Leute, die die ein oder andere Erfahrung haben mit dem ein oder anderen Programm. Also durchaus auch für Fortgeschrittene. Wenn wir qualifizierte Mitarbeiter haben, das verschafft uns natürlich auf alle Fälle einen Wettbewerbsvorteil. Weil nur qualifizierte und gut ausgebildete Mitarbeiter haben gute Ideen und können somit gute Lösungen erarbeiten. Und je besser unsere Mitarbeiter qualifiziert sind und dieses auch durch ein Zertifikat nachweisen, umso besser sind letztendlich unsere Lösungen. Und das ist natürlich ganz klar ein Wettbewerbsvorteil.